Herzlich willkommen zurück zu Trust and Betrayal. Weiter geht's mit der Farm, mit dem Umlegen der Farm. Da haben wir ja angefangen. Wenn wir jetzt hier einen Wassereimer reinlegen in die Mitte. Zack. Jetzt habe ich die Säge natürlich nicht mit, ne? Das ist natürlich blöd, weil ich möchte natürlich jetzt alles am liebsten auf einmal machen. Know-how habe ich noch in der Tasche, habe ich gesehen. Aber die Säge nicht. Die Säge ist da. Essen kann ich hier mal reinlegen. Das hier kann da rein. Die Seeds kann ich mitnehmen. Ich kann auch was zum Füttern mitnehmen. Seeds. Bäume. Ich wollte ja Bäume anpflanzen wieder. Karotten habe ich. Nehme ich auch mal alle mit. Ich weiß nämlich noch nicht ganz, was ich genau anpflanzen möchte. Alles. Ob ich das habe, weiß ich nicht. Cotton brauche ich nicht. Belladonna Seeds. Nee. Nee, ich müsste jetzt alles haben. Wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen. Irgendwas habe ich immer vergessen. So, pflanzen wir mal die an. Packen hier auch nochmal eine Fackel hin. Zack. Pflanzen wir die schon mal an. Die asymmetrischen Bäume hier. So. Dann. Säge habe ich mit. Holz habe ich zum Kau mit. An Holz habe ich nämlich nicht gedacht. So, machen wir daraus mal ganz viele. Geht's noch dünner? Jawohl. So, das müsste schon reichen. Da möchte ich nämlich jetzt hier sowas machen. Als Rahmen. Nein. Das ist mal doof. Geh kaputt. Und man muss beachten, diese Dinger verbrauchen trotzdem einen Block. Manchmal kombinieren die sich mit anderen Dingen, aber die gehen auch gerne mal nicht mit anderen Dingen zusammen. Dass man zum Beispiel nichts anderes mehr da draufsetzen kann. Hier geht es zum Glück noch mit der Fackel. Dass die Fackel sich nicht denkt, ja, nee, ist mein Platz, du darfst hier nichts mehr hinsetzen. Oder das Holzbrett sich denkt, nö, will nicht neben der Fackel sein. Jetzt regnet es, das ist nicht so gut. Hat einen Blitz eingeschlagen. Dass der eine Blitz in den Creeper vorhin eingeschlagen hat, war auch ein Riesenzufall, glaube ich. War ja auch so eine Sache. In den letzten Folgen, in der vorletzten, glaube ich. Zack, zack. Und zack, und zack, und zack. Verdammt. Und zack. Und zack. Und zack. Dann bauen wir dich nochmal ab. Hier fehlt eine Fackel. So. Hätten wir, glaube ich, ein gutes Feld. Gucken wir mal, ob das Feld gut ist. Nur, die müssten jetzt feucht werden bis hier hinten hin. Ich hoffe doch, dass das eine Wasserloch da reicht. Wäre schon Knorke, wenn das geht. So, und es regnet jetzt gerade eh. Es müsste sowieso gehen. Das brauche ich. Das muss ich anpflanzen. Sand muss ich noch hier reinsetzen. Jetzt habe ich die Kakteen weggepackt. Na, ist egal. Da mache ich noch ein gesondertes Feld für. Jetzt können wir die Hälfte mit Seeds hier zuknallen. So. So, so. Und diese Hälfte mit Möhrchen. Und vielleicht noch die andere Hälfte mit was anderem. Ich weiß gerade noch nicht was, deswegen nehmen wir auch einfach mal ein Möhrchen hier mit drauf. So, das ist jetzt unser Personal Feld. Das ist schon mal schön. Und daneben können wir noch ein Feld mit Sand machen, für Kakteen, damit wir ganz viele Kakteen haben. Und ein Chillfeld können wir auch noch machen. Das müssen wir auch noch machen. Reißen wir mal ab hier. Ist da gerade eine Kuh rausgekommen? Achso, nee, die backen, weil das zu voll ist. Ich muss euch umsetzen, ich weiß. Oder zumindest vergrößern. Wassereimer. Oh, da brauche ich aber mehr Wassereimer als einen. Muss ich mal eben holen. Noch was im Briefkasten? Nee. So. Jetzt habe ich oben da so eine Kiste voller Cobblestone gleich. Steine können weg. Steine können weg. Kakteen brauche ich. Zack. Und was brauche ich denn noch so?
Man kann Kakteen und Schilf ja kombinieren. Schilf wächst ja auch auf Sand. Von daher kombiniere ich das, glaube ich, einfach. Muss da einmal einfach ein paar mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Und Sand. Oh mein Gott. Sand. Ich hoffe, ich habe Sand noch irgendwo. Ich meine, ich habe noch Sand gesehen. Da habe ich noch ohne Ende Sand. So. Hui. Lass mich. Nein. Lass mich. Gott. So, du kannst jetzt hier erstmal ein bisschen Wasser rausnehmen. Mein Inventar ist voll. Auch schön. Die Schere kann da rein. Die Pfeile können da rein. So, und jetzt können wir hier erstmal einen Block setzen, damit das Wasser weg ist. Sehr gut, hat gut funktioniert. Nicht. Moment, ich muss 3 Blöcke setzen, damit das Wasser weg ist. Oder auch 4 oder 5. So. Geht doch. So, dann machen wir hier das Feld auch mal weg. War ja auch mehr provisorisch als sonst was. Ist da ein Loch drunter? Nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre ein Loch drunter. So. Zack, 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 zack. Kabam. So, und hier packen wir dann das in kleiner mit einem Block Abstand. Das wäre 1, 2, 3 Blöcke breit. Das reicht. Mit Sand. Da. Nein, da. So. 1, 2, 3. So, und dann kann man ja auch dann gleich um ein Loch herum. Der Kakteen braucht einen Platz, das ist das Problem. Man kann die nicht so nebeneinander stellen. Deswegen kann man die so machen hier. Also nebeneinander geht nicht. Man kann das hier so machen. Und dann kann man aber auch, damit dann auch hier Schilf wächst, mit dem Wassereimern Wasser reinpacken. Kakteen brauchen jetzt nicht das Wasser. Aber der Schilf, also der Zuckerrohr, das ist jetzt nicht gereicht. Ernsthaft? Ist das euer Ernst? Euer Ernst? Nee, das Slimewasser, das möchte ich nicht. Slimen mir die Schleims darum. Gehen wir mal nach oben und holen uns Eimer. So. Hier ist auch noch nicht ausgeleuchtet. Was ist denn hier los? Moment. So ein paar kleine Nupsis hier dran und dann ist hier auch genug Licht, ey. Überall hier fehlt das Licht auch. Überall kann hier noch was spawnen, oh mein Gott. Manchmal backt die Tür, auch lustig. So. Zack. Reicht das schon? Nee, da muss noch einer hin. Jetzt reicht's. So. Und dann kann man hier noch sowas hinmachen. Und wieder Holzplanks, die mir gerade nicht reichen. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. Werden nicht reichen. Aber so hat man wenigstens eine logische Erklärung, warum der Sand jetzt nicht hier flöten geht. Ja, ist sehr gut. Ich meine, der Garten ist viel größer als mein Haus, aber in der Safe Zone darf eh keiner klauen. Von daher. Wo kommst du eigentlich her, mein Freund? Hä? Du bist doch schon fast tot. Warum auch immer du schon fast tot warst. So. Jetzt muss ich mir noch Holzplanks holen. Ich habe auch gesehen, andere haben Rotten Flesh, aber ich habe irgendwie Zombie-Brains. Und kein Rotten Flesh. Also ich habe noch nie Rotten Flesh in diesem Modpack bekommen. Andere haben Rotten Flesh bekommen schon. Ist das irgendwie vom Texture-Pack abhängig? Abhängig, dass ich Zombie-Brains bekomme und andere Zombie-Flash, also The Rotten-Flash. Hängt es davon ab? Ich habe das jetzt so öfter schon mal gesehen. Und Büx hat ja auch gesagt, dass er schon Rotten-Flash bekommen hat. Ich aber nicht. Fand ich sehr merkwürdig.
Ist nicht schlimm, ich beschwöre nicht, weil mit alles, was man für Rotten Flesh braucht, kann ich auch mit Dings machen, mit den Brains. Trotzdem ist das merkwürdig. Muss ich ja mal sagen. So, zack. Zack. Müsste eigentlich schon reichen. Ich mache einfach ein paar mehr. Jetzt habe ich die Axt weggeworfen. Ach, die Axt, die Säge. Die Säge kann weg. Das Holz auch. Ich denke nicht, dass ich so viele Planks noch brauche. Das kann weg. Das kann weg. Die Saplings können weg. Die Seeds können weg. Das kann weg. Damit kann ich gleich noch füttern. Das Hirn kann da... Das Hirn kann da hinten hin. Dann habe ich hier noch Kaktus und Zuckerrohr. Und dann muss ich mir mal so langsam die Tiere umsetzen. Könnte ich mir eigentlich schon Zäune mitnehmen. Oder genug Holz für die Zäune. Nehmen wir mal das ganze Zeug mit. Zäune habe ich noch. Machen wir das noch mit. Alles für den Notfall. So. Nein, das da oben muss ich auch noch wegmachen, dass das hier nicht mehr tropft. Ist ja hier das Wasser. Theoretisch kann ich hier einfach... Ja, mache ich gleich. Kann ich einfach noch eine Schicht roten Lehm reinziehen oder so, damit man das nicht mehr sieht. Huch. Ich glaube, ich habe die zu dick geschnitten, ne? Ja, fuck. Das wollte ich natürlich nicht. Jetzt muss ich die Säge doch wiederholen. Sie nochmal schneiden müssen. Ah. Dass man die auch so dünn schneiden kann. Die Säge. Die Säge ist fast aufgebraucht, ey. Schon hart benutzt. So, jetzt haben wir genug. Jetzt nehme ich die Säge aber mit. Also nicht, wir haben nicht genug, wir haben die richtigen. Das ist das Wichtigste. Ich kann doch nicht einfach so dicke nehmen auf einmal. So. Zack. Oh, ich hasse es, dass sie sich so drehen. Das ist auch mal eine Fummelei mit diesen Blöcken. Nein. Kacke. Baue ich am Ende alle ab. Es geht schneller, als wenn ich jetzt mal aufhöre. Nein. Ich den neuen hin. Also die Seite habe ich jetzt voll verhauen. So. Kriege ich jetzt mal die Axt hier hin? Hier. Axt, du musst hier automatisch kommen. Das geht so nicht. So. Ach, da hinten ist auch noch eine. Au. Scheiße. So. Dann machen wir hier noch eine Fackel hin. Aber wir können. Und das sind dann jetzt unsere umgesetzten viel schöneren Felder. Sind echt viel schöner, weil sieht einfach hübscher aus hier. Hier kommen noch Treppen hin. So, und jetzt setzen wir das hier um. Brauche ich einmal den Hammer. User, da. Habe ich den Boden ja hier, habe ich das Dirt jetzt weggelegt, ja. Ja, ist natürlich ärgerlich. Aber ich muss ja trotzdem abreißen. So, einmal das hier alles weg. Ich habe das vorher gewusst, dass ich das nochmal umsetze. Ich erweitere das einfach um den Raum, der hier hinter Platz ist. Sonst wüsste ich nicht, was ich hier machen soll. Außerdem belästigt das Frame mit der Akustik. Machen wir es einfach so. So. So, solange mir da jetzt nichts rausfällt hier. So. In die Masse verbreitern wir das jetzt. So, ab hier ist Schluss. Die Wand ziehen wir weiter. Ja, so machen wir das. Muss ich natürlich noch Dirt holen. Jetzt geht er hier hoch. Die Wand hinten aus Stein lasse ich dann einfach. Ich grenze das einfach mit Holz ab. Dirt, 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 Dirt. Dirt, 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 Dirt. Ich glaube, das Dirt reicht nicht. Mit den Excavator direkt mal mit. Hallo? Ihr spawnt irgendwo. Irgendwo ist hier noch böse. Ich komme nicht mal rein. Also irgendwo ist hier noch irgendeine kleine Stelle, die ich übersehen habe. Spawnt da nichts mehr drin. Ist alle?
doch leer gelaufen? Verdammt. Ja, dann muss ich noch ausbessern. Ich muss mehr Monster-Spawner reinpacken mit auch kleineren Monstern. Ich glaube, der Enderman verbraucht zu viel für den Anfang. Wo kommst du her? Und hier möchte ich erstmal zumachen, sonst kommen die mir hier wieder reingelaufen. Ich will da rein. Ach, danke. Habe ich zufällig das Holz, was hier... Ja, gut. So, was wollte ich jetzt? Ich will erstmal die Säge weglegen. Den kann ich auch hier reinlegen. Das Zeug kann ich endlich mal rauslegen, glaube ich. Warum habe ich noch Papier drin ohne Ende? Warum auch immer? Ich mir hier rein. Gunpowder. Eimer können weg. Der kann auch weg. Die Dubstep-Gun kann in die Tasche. Die Ho kann in die Tasche. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die kann erstmal weg. Das kann... Nee, das bleibt mal. Das kann auch bleiben. Das kann weg. Blei weg. Das kann weg. So. Was habe ich denn jetzt alles? Die Stone Tool Ruts. Die sind irgendwas gebasteltes. Ich habe noch keine richtige Ordnung. Ich weiß. Ich packe das auch mal hier rein. Crack Rock kann auch hier rein. Der Trail Mix kann auch hier rein. Der Dye hat hier seinen Platz. Hatte ich noch was? Steine, bla bla bla. Ne, jetzt nehme ich alles mal mit. So. Wo waren wir? Bei Feld. Beim Feld waren wir. Diese Tiere. Oh, diese Tiere endlich mal befreien, damit die mehr Platz haben. Ich werde die auch gar nicht großartig trennen. So. Ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. 10 Minuten. Ich glaube, dann schaffe ich das gar nicht. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht genug Erde. Für das ganze Feld hier. So wie ich mir das denke gerade. Ich kletter hier immer höher. Gut. So, hier bis hinten hin. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Mehr, ich brauche mehr Erde. Oder? Brauche ich nicht mehr Erde? Verdammt. Wenn ich so baue, brauche ich mehr Erde. Brauche ich mehr Erde? Ich glaube, hier muss ich keine Erde mehr hinmachen. Ich glaube nicht, dass ich so viel Erde mehr brauche. Ich habe nämlich noch 5. Cool. Die brauche ich. Die werden jetzt hier vorne gelegt. Als Abgrenzung. Als Rahmen. So, hier so. Das gleiche machen wir gleich da. Aber erstmal werde ich hier den Zaun erweitern. So. Dann kann ich hier noch nicht die Wand abbauen. Das hätte ich jetzt fast gemacht. Das wäre aber doof. Das wäre extrem doof, weil hier könnten sie abhauen. So, hier mal auf 3 hochbauen. So, und jetzt kann ich doch theoretisch alles aufreißen hier. Extrem merkwürdig, dass das hier so mit einem Hammer schneller geht, das Holz. So, meine Schafe und Kühe. Ich habe bestimmt einen Fehler gemacht, ihr könnt jetzt abhauen. Nutzt die Chance. Nicht? Dann ist gut. Geht mir schon ein bisschen auf die Nüsse. Ich hoffe, unter uns ist jetzt kein Loch, wo ihr runterfallt. Ja, danke, das wollte ich nicht. Kackvieh. Ich wollte dich nicht umbringen. So, meine Tiere. Jetzt habt ihr ein bisschen mehr Platz. Und die Lampe muss auch weg. Und das da auch. Geht mir bitte nicht immer in den Weg. Ich hasse das. Ich möchte euch nicht umbringen. So, und der letzte Erdblock.
passt dahin. Ach geil, hat genau gereicht. Das ist doch schön. So, kann ja trotzdem mal die Lampe... Kann man die Lampe sägen? Ich habe die Säge gerade nicht dabei, sonst hätte ich es eben ausprobiert. So. Muss ich hier noch? Moment, ich habe was verpasst, Schafe. Da kommen auch noch die Holzdinger hin. Na ja? Guckt mich nicht so an, ich habe nichts für euch. Ich glaube nicht, dass ihr Holz esst. So. Haben wir jetzt irgendwo noch ein Loch? Nö. Achso, super. Die habe ich noch. Die kann ich noch hier verteilen. Ey, du. Geh mal weg. Geh weg. Geh mal weg da. Mistvieh. Nein! Das ist jetzt ein ganzer... Ich dachte, ich kann jetzt einen ganzen Block draus bauen. So. Zack. Und... Nein, und hier noch einer hin. Könnt ihr mal aufhören, mir immer... Weißt du, selbst schuld. Ohne Mist. Habe ich jetzt kein Mitleid gehabt. Und wenn du mein letztes Schaf gewesen wärst. Hier machen wir im Boden die Lampe rein, damit hier die Kackstelle mal ausgeleuchtet ist. So. Wenn ich mir jetzt so ein Autofeeder baue... Feeder. Ah, nee, das ist aber nicht so ein Feeder. Auto. Auto-Enchanter, Auto-Jukebox, Auto-Spawner, Auto-Disenchanter, Auto-Anvil, Auto-Brewer. Schade, es gibt kein Auto-Feeder in dem Mod. Hätte ich gesagt, man kann die Schafe sich, bin ich ein Schaf. Dass man sagen könnte, dass die sich selbst vermehren. Oder müssen wir noch per Hand machen. So, ich wollte mal eben was favorisieren. Und zwar. Ein Büxus. Den kleinen Vogel wollte ich. Das Phantom können wir favorisieren. Die kleine Spinne können wir favorisieren. Und ich wollte noch den kleinen Vogel. Das da müsste die kleine Möwe sein. So. Weil die ist schön klein. Die ist super. Die sieht man kaum. So, sehr gut. Jetzt stört mich hier natürlich noch sowas hier. Dass ich hier meinen Anblick zerstört. Also mein Anblick des Hauses. Ja, gut. Ich würde sagen, das Feld steht. Ist umgesetzt. Kann auch erweitert werden. Ich werde jetzt mal ein paar Kühe nehmen. Oder nee, nicht Kühe. Schafe. Davon habe ich genug. Und die in die Monsterfalle werfen. Nicht da drauf landen. Das macht das Feld kaputt. So. Zack. Oh nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Es tut mir leid. Habe ich kein Essen mehr. So, Moment. Ich muss ja gleich wieder zumachen. Ich muss mal nochmal ein paar holen. Ich möchte, dass die läuft. Zack. Ich darf nicht vergessen, die wieder zu vermehren, sonst habe ich gleich keine mehr. Oh. Ja, der ist natürlich jetzt wieder abgehauen, weil er mich gesehen hat. Ist blöd, wenn der einen sieht. So, machen wir wieder zu. Machen wir so. Machen wir drei hin. Und in der Mitte ist es dann der Block, den wir abbauen müssen. Weil wir müssen sowieso immer einen Block setzen, damit wir es drauf kriegen. So. Ich packe jetzt all mein Zeug mal in die Kiste. Und werde zum Ende des Partes nochmal alle Tiere füttern. Wolle habe ich hier. Habe ich hier Wolle? Habe ich hier Steine? Habe ich da Holz? Zack, 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 zack. Stein habe ich noch. Stein, Glowstone, Glowstone, Fackeln, Essen, was gebraten werden muss. Hier nicht irgendwo noch Holz drin gehabt, hier. Was ist jetzt drin? Achso, das ist schon geguckt, okay.
So, was habe ich denn jetzt hier noch so drin? Der Excavator kann da rein. Farinnetze behalte ich mal. Ich mache mir direkt mal ein paar mehr. In der nächsten Folge, ich nehme mal das mal raus. Und hole jetzt Futter für die Tiere raus. Das brauche ich. Und Merschen. Guck mal, die Merschen. Zack. So. Gehen wir schnell, bevor die Folge zu Ende ist. Schweine habe ich schon einige jetzt. Also man könnte ja sogar den Schweine-Launcher nutzen. So, alle Schweinemapanen hier. So, und jetzt rasten die Kühe und Schafe aus. Ich klicke hier mal wild durch. Irgendwas wird schon gefüttert werden. So, haben wir noch was? Du. Habt ihr jetzt alle schon? Bist du blau? Ich dachte schon. Ein Tier hatte noch. Ich glaube, die Babys kann man auffüttern. So. Mal einige Kühe. Sicher, dass alle Kühe schon sind? So wenig vor. Na gut, scheint alles geklappt zu haben. Ist die Schere jetzt eigentlich kaputt gegangen, oder? Ne, die Schere werde ich mal eben kaputt machen. Aber die brauchen nicht mehr viel. Da ist es schon kaputt. So. Jetzt habe ich die Wolle nicht aufgehoben. Wo ist die Wolle hin? Da. Die gute Wolle. Mal Wolle brauche, habe ich genug. Zwar nur graue. Aber guck mal, ich habe schon 2 Stacks graue Wolle. Papier habe ich auch. Jetzt brauche ich nur noch Leder. Das heißt, ich muss Kühe gezielt füttern. Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Wir sehen uns im nächsten Part von Trust and Betrayal. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.